So, Freunde, hier bin ich wieder mit einer neuen Folge von der Blackwell Academy und wir hatten in der letzten Folge diese Papiere hier durchgelesen und jetzt geht es weiter mit der nächsten Akte sozusagen. Man, I don't blame the principal for expelling Chloe. Bad Chloe. Okay, Schülerinformation. Chloe Elisabeth Breis. Zusammenfassung: Chloe Breis ist eine Problemschülerin. Blackwell. Trotz der größten Bemühungen der Lehrerschaft und der Verwaltung, sie akademisch zu leiten. Chloe erledigt selten Hausaufgaben und ist oft angriffslustig gegenüber ihren Lehrern. Sie verursachte zahlreiche Störungen in der Klasse mit unangemessenen Kommentaren und vulgären Gesten, oha, zum Beispiel dem Mittelfinger, die gegen andere Schüler gerichtet waren. Sie wurde vor kurzem für die Verunstaltung des Parkplatzes mit Graffiti suspendiert. Obwohl Chloe eine intelligente Schülerin mit Potenzial ist, verschwendet sie dieses auf eine unbedeutende Rebellion gegen eine nicht der Schulpflicht unterliegenden Einrichtung. Aktualisierung: Chloe Breis ist nicht länger eine Schülerin Blackwell. Siehe Polizeibericht im Anhang. Oh weia. Gut. Let's nab this last file, Sherlock. Always wanted to say nab. Ja. Tumbleweeds. Nein. Haben wir da vielleicht noch was? Look at this pile. Nö. Gut, wo haben wir denn noch Akten? Außer da und da. Vielleicht hier. And nothing here. Nein. Whiskyflasche. I'd drink too if I was the principal of Blackwell. Bücher. Wowzer, this will so not come in handy. Eine Lampe einschalten. Mal gucken. Suchen. This pretty much sums up Kate. Shy and sweet. And in the wrong place. Kate Beverly Mars. Kate Mars ist eine der besten Schülerinnen der Blackwell Academy. Ihr Durchschnitt ist durchweg hervorragend. Ihre Einstellung optimistisch und ihr Arbeitsstil ruhig. Ihre außerschulischen Aktivitäten mit dem Essen auf Rädern-Programm wurde von KB7 News gewürdigt und ihre vielfältige Gruppe für religiöse Studien war eine willkommene Ergänzung zu der breiten Auswahl an spirituellen, von Schülern gleich geleiteten Programmen Blackwells. Sie verfügt ebenfalls über eine der besten Anwesenheitsquoten in der Geschichte der Schule. Oha. Der Rektor Wills als Krankenschwester der Akademie sollte ich Sie informieren, dass Kate Mars anscheinend vor kurzem ein emotionales oder physisches Trauma erlitten hat. Ich sprach kurz mit ihr und sie war aufgebracht, blieb aber vage und weigerte sich weiter mit mir zu reden. Ich denke, es ist wichtig, dass wir sie im Auge behalten und sicherstellen, dass sie nicht, wie ich vermute, von anderen Schülern drangsaliert wird. Grüße an Mary Barency. Aktualisierung. Derzeit überprüfen wir ein kontroverses Video, das angeblich Kate Mars auf einer Party des Vortex Club zeigt und ohne ihr Wissen, ohne Einverständnis ins Internet hochgeladen wurde. Sie behauptet, während dieser Party ins Krankenhaus gebracht worden zu sein. Siehe angehängte Dokumente für Details. Okay.
think we found everything in here. I should go join Chloe now. Ja, dann machen wir Licht wieder aus. Soll ja keiner später merken, dass wir hier waren. Wenn wir dann Glück haben. So. Chloe, wir haben alles. Max, you better come check out these files. Nathan accuses Rachel of bringing drugs on campus. And my step-troll went along because he thinks Rachel was a bad influence on me. Assholes. If David is teaming up with Nathan Prescott, that's a bad sign. Nathan Prescott III. Ooh, he's so money. And you know the Prescotts dropped Major Bank to bury Nathan's real file. Look, it reads like a rap sheet. Bad grades, teacher complaints, secret probation. But I was expelled. At least Nathan was finally suspended. Check out that note. Open it. It's just some crazy drawing. It's not a drawing. Look. Rachel in the dark room. Rachel in the dark room. Over and over. That's it. That's fucked up. What does this even mean? Nathan is truly psychotic. I know he has something to do with Rachel missing. Whoa, listen to this. David M. always asks what's going on in my head. David M. always helps me follow those he follows. It's pretty cryptic. No, it sounds like they formed some sort of weird team, the Super Hebros. Jesus. David was stalking Kate, hassling me, and now we know he was all over Rachel, too. Oh, we are so going into his garage files. Plus, I'm getting a little paranoid in here. We got our info, let's bail. But maybe we shouldn't leave without a gift. No, you are not taking the cozy chair. Max, do your powers include mind reading? Or did you just rewind because I tried to steal the chair? Shit, I'm confused. It's the powers of best friendship. I know how you roll. We should definitely get out of here. We pressed our luck enough. Hello, what have we here? Oh, good. Holy shit! Jackpot! Cha-ching! Wow, sir. That's a lot for the handicapped fund. Dude, there's $5,000 here. I could pay Frank back tonight. This'll chill him out after our knife showdown yesterday. Are you gonna make a big issue out of this? Or just rewind and take the greenbacks for yourself? I hope you do that instead of lecturing me. Oh, weia. Das Geld liegen lassen oder Geld stehlen? Oh Mann. Eieieiei. Wenn wir das Geld klauen, dann weiß der Lehrer ja, wer da reinkommt, dann auf jeden Fall, dass jemand da war und dann gibt's Ärger und dann entweder werden wir sofort beschuldigt oder es wird eine Umfrage geben hier. Wer war das und so, wer sagt die Wahrheit und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, sie kann den einen bezahlen, aber wenn sie den bezahlt, lässt er sie oder uns dann in Ruhe oder macht er weiter Theater? Und wenn wir ihn nicht bezahlen, was ist dann? Ja, was ist dann, wenn wir den nicht bezahlen? Bringt er uns den um oder nur Chloe oder wird er dann ewig sauer auf uns oder wie? Keine Ahnung. Ich bin ja, naja, keine Diebin, aber das ist jetzt wieder so. Oh, ich weiß es nicht. Naja, es ist so. Und außerdem, wenn wir das klauen, ich meine, können wir dann noch weiter hier auf die Akademie gehen, wenn herausgefunden wird, dass wir das mit dabei waren? Oder. Das ist verdammt schwer. Ich würde es ja liegen lassen. Aber der andere ist so sauer.
Auch wenn der auf dem Schrottplatz jetzt nicht so sauber war und uns nichts angetan hat, aber er will Geld haben und wie ist er drauf, wenn er das Geld nicht bekommt? Ja. Sie soll ihn bezahlen. Komm, nimm mit das Geld. Frank knows things about Rachel and he might talk if he's been paid, right? You are Supermax. And with the leftover dough, I'll take you on a road trip to Portland for the day. We'll stock up on tats, beer, weed, and donuts, and books from Powell's, and strip clubs. Kidding. But you never know. Und vielleicht rückt er ja auch dann die Armbänder raus oder das Armband. I feel like shit for taking that money. Ja, meine Fresse, was soll's? That impish look scares me. Care for a midnight swim? The Blackwell pool is ours. Swimming? You want to take that risk now? It's been a cray week. We deserve a little mindless fun in the water. We're done for the night anyway. We're rich and nobody busted us. So? Splish splash? You're right. We hella deserve it. Splish splash. Did you actually just say hella? I think I'm a good bad influence on you. Ah, ich trinke erstmal was. We're in the otter's lair. Big fucking deal. I want that heated water. We still have to play it cool, okay? I still go to school here. You can own this hellhole once you figure out your rewind power. Chloe is so psyched for girls' night out, so I better follow her evil plan. Boys or girls? What? Naja. Keine Ahnung. Wir haben beide Jungs rein. Boys, of course. Figures. Perv. Let me check to see if the pool's heated. Vielleicht finden wir ja hier was bei den Jungs. Sind doch jetzt ja die Jungs, ne? E-Zigarette. Some poor hipster lost their vape. Nathan Schlitzer. It's okay for Nathan to be hooked on these drugs, right? Du kamst der Name doch auf, okay. Können wir aber so natürlich nichts nehmen. Sonst ist da nichts. Schwimmflügel. Die braucht ihr doch bestimmt nicht. This must be for training kids. Ja. Das ist ein Handy. Zach is really careless. Doesn't he know what happens when I'm around? Wow. Ein Becher Eis. Okay, ich muss das so lesen. Victoria, hey, danke, gerade an was Unartiges. Und dich? Denke nicht. Denke gerade an was Unartiges und dich. Cool, was hast du an? Nur meine Kristallkette und mein Handy. Heiß, was hast du an? Bin in der Umkleide, nur mein Trikot. Sitze auf meinem Football. Ja. Sonst ist nichts drauf. Zach is really careless. Nee. Doesn't he know what happens when I'm around? Gut. Warrens Schließfach. Betty developed that in Jefferson's class. But
why? Okay. Hoppsala. Gut, ach, hier ist noch was vielleicht. Ansehen, die Nummer. No way am I touching Zach's jersey. 70. Gut. Da drin ist nix. Keine BHs, keine Unterhosen, sonst was. Da ist eine Jacke von diesen anderen Typen, ey. Das sieht man doch jetzt vorne. I guess somebody forgot their Blackwell spirit. Würde ich mal sagen. Logan Schließfach. I guess I should consider this evolution. Dana, ich weiß, ich bin ein Aas, aber ich denke immer noch an dich. Kuss Logan. Boys locker room is right. Ja. Sonst, da ist auch noch ein Graffiti. Sometimes. Dose. Gut. Und sonst hier? Seifenspender, Spiegel. This one is almost empty. The guys must like their pink goo. Pinkelglipper. Max Caulfield, moral avenger. Or self-righteous hypocrite. Ja. Nö, hier ist nichts an der Wand und da ist auch nichts an der Wand. Seife. Bros will be bros. Ach, Freunde, ich muss gleich wieder zum Schluss kommen. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht hier. Graffiti, Fitti. It's nice to know Victoria loves something besides herself. Ja, das ist aber ein langer Dödel. Naja, gut. Wenn die sowas Langes braucht, ne? Welcome to 1950. Hm. Ist hier noch was? Ooh, these are some fancy pool glasses. Taucherbrille? Warren Clay. I bet you do. Achso, ich liebe Warren. Gut. Leute. Mal sehen, gibt es hier noch einen kleinen. Was auch immer? Nein. Gut, dann mal hier dann mal stehen bleiben bis zur nächsten Folge. Und sage danke, dass du dabei warst. Und dann halt bis zum nächsten Mal. Vielleicht gehen wir baden, vielleicht auch nicht. Bis dann, bye bye.